So, ihr Lieben, drei Tipps, wie du in einen besseren Mut, in ein besseres Gefühl kommst. Denn letztendlich ist unsere Stimmung, unser Mut, das eins der wichtigsten Grundlagen dafür, wie es uns über den ganzen Tag geht. Vor allem auch, was für eine Energie wir haben. Denn es ist schwer, mit einer dunklen, mit einer negativen Energie dein Maximum an Power, an Ressourcen abrufen zu können, die du über den Tag brauchst, in der Arbeit, für deine Familie, für den Sport. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich halt in einen guten Zustand zu bringen, um dann deine Energie bestmöglich abrufen zu können. Und du fragst dich jetzt vielleicht so, hey, warum sollte ich, beziehungsweise wie kann ich denn meine Stimmung verändern, manipulieren? Ist das überhaupt gut? Sollte ich das tun? Und stell dir doch erstmal folgende Frage. Veränderst du nicht jeden Tag schon sowieso deine Stimmung über diese ganzen vielen negativen Verhaltensmuster, die du über die Zeit, über die Monate, über die Jahre bei dir implementiert hast? Viele sind dir nicht bewusst, aber dennoch machst du sie. Beispielsweise morgens mit dem Handy erstmal eine Stunde bei Instagram durchscrollen, Nachrichten schauen, nicht die besten Körperhaltungen haben und darüber immer wieder quasi Step by Step seine Mut, seine Haltung zu verändern. Also du machst schon ganz, ganz viele Sachen, um deine Stimmung, deine Laune zu verschlechtern. Und jetzt in diesem Video wollen wir nicht auf all diese Sachen eingehen, sondern nur, wie du über quasi die positiven Verhaltensweisen deine Stimmung verbessern kannst. Und was macht denn gute Gefühle? Einfach mal für dich als kleiner Impuls zum Nachdenken. Was macht dir gute Gefühle? Ist es jetzt das Essen? Sind es gute Freunde? Sport? Was auch immer, dass du einfach da mal so eine Art Liste, so eine Mutliste für dich anlegst. Okay, was wären denn jetzt 10 Punkte, die ich machen kann, wenn es mir mal nicht gut geht? Wenn ich schlechte Energie, schlechten Mut habe, um diese zu verändern, schnellstmöglich. Heißt, dass du beispielsweise einen guten Track spielst, dass du Liegestütz machst, keine Ahnung, rufst einen Freund an, telefonierst mal kurz mit dem, machst einen kurzen Break, machst eine Atemtechnik und. Heißt, ich habe dir jetzt schon ein paar Sachen gegeben. Wichtig ist aber, dass du deine eigene Liste führst, eigene Ideen und Konzepte für dich entwickelst, die dir helfen und dass du nicht nur Sachen nutzt von Menschen, die mir helfen. Ne? Ich gebe dir nur Ideen und Inspirationen, was du halt machen kannst. Und ganz wichtig ist auch, wenn du merkst, dass du jetzt gerade in eine schlechte Stimmung, in eine schlechte Haltung rutscht, Die bewusste Entscheidung, möchte ich mich daraus lösen? Denn ganz oft bleiben wir einfach darin stecken. Und als erstes wirklich daraus zu gehen, möchte ich mich weiter so fühlen? Oder möchte ich heute einen guten Tag haben? Möchte ich den restlichen Tag, den ich noch habe, drehen für mich? Möchte ich mich einfach gut fühlen? Und wenn du diese Frage wirklich mit einem Ja beantwortest oder nur dieses leichte Ja merkst, gut, dann gebe ich dir jetzt die Tipps, wie du es ändern kannst. Wenn du aber sagst, nee, ich möchte darin bleiben, ich möchte mich kacke fühlen, es soll mir nicht gut gehen, der Tag soll einfach gelaufen sein, dann ist das auch okay. Aber jetzt hast du es bewusst entschieden und das gibt eine ganz andere Energie in die Sache. Und jetzt, wenn du Bock hast, deine Energie zu ändern, kommen nun die ersten Tipps. Und der erste Tipp ist einer der einfachsten, denn wir verändern unsere Körperhaltung. Geht wie folgt, du nimmst dir einen Stift, ein Stück Holz, was auch immer, beispielsweise geht ja auch so ein Küchenlöffel zum Ohrenrühren, am besten einen aus Holz, und den nimmst du jetzt einfach zwischen deine Zähne und weichst einmal drauf und schiebst den ganz weit nach hinten, so dass du quasi eine Art Lächeln erzeugst. Natürlich etwas gezwungen, aber du wirst einfach merken, wenn du das vom Spiegel machst, dass du dann selber anfängst zu lächeln, weil du irgendwie so ein bisschen albern und komisch dabei aussiehst. Aber wenn du jetzt diese Haltung, dieses Lächeln, einfach mal eine Minute machst und stellst die Minute vor den Spiegel, du wirst schon eh anfangen zu lächeln. Aber selbst wenn du jetzt einfach mit dem krassesten 3 Tage Regen Wettergesicht vorm Spiegel stehst,
wird dein Gehirn irgendwann denken, so, okay, warte mal, der macht jetzt diese Haltung, die ist ja immer mit Lächeln verknüpft und mit guten Gefühlen. Ja, okay, dann machen wir jetzt gute Gefühle, weil das ist ja so einprogrammiert. Und dann nach einer Minute wirst du merken, auf einmal geht es mir besser. Verrückt. Das kannst du natürlich auch länger machen, geht dir natürlich dann nochmal besser, je länger du es machst. Super geil. Und sagst du vielleicht, hey, das kenne ich schon. Ja, aber wendest du es an, dann wenn du es brauchst. Denn nur wenn du es kennst und es nicht anwendest, bringt dir es gar nichts. Und es sind oftmals die einfachen, kleinen Sachen. Du willst ja nichts Kompliziertes machen, um schnell aus diesem Mut herauszukommen, oder? Zweiter Tipp. Es geht wieder um Körperhaltung und aus der Situation herauszugehen. Und wenn du jetzt was auch immer hast, steh einfach mal auf, stell dich hin und spring einfach mal, auch wieder eine Minute, das soll super schnell gehen, eine Minute, einfach mal wie auf so einer Art Trampolin. Auf der Stelle beweg dich und ja, feier dich einfach mal so ein bisschen dafür, selbst dafür, dass es dir kacke geht. Kannst du natürlich auch gerne mit dem Stift zusammen machen, das wäre dann nochmal das nächste Level. Und jetzt der dritte Tipp. Was für Musik hörst du denn, wenn es dir mal schlecht geht? Du hörst in der Regel ja irgendwie, keine Ahnung, Gewittersongs, irgendwas Deprimierendes, Ruhiges, Melancholisches. Und genau das Gegenteil machst du jetzt. Jetzt legst du deinen Lieblingstrack auf, du legst was Schnelles auf, was Flottes auf, was du in deiner Jugend gehört hast oder was halt gerade in den Charts ist. Mal richtig laut auf, bei dir zu Hause auf der Anlage oder nimmst Kopfhörer und ballerst da richtig mal einen Track rein. Und den hörst du halt auch zu Ende. Und du wirst dann auch merken, du kannst dich gar nicht so kacke fühlen wie am Anfang, wenn du diesen Track zu Ende gehört hast. Und da geht es jetzt auch wieder, du kannst jetzt auch auf der Stelle hüpfen, kannst dabei abdancen und dabei dann auch quasi das Holzstückchen oder den Stift im Mund behalten und alles zusammen machen. Dauert ja genauso lange, ob du jetzt quasi alles separat machst oder alles zusammen machst. Und dann wirst du merken, hey, auf einmal geht es meine Stimmung besser. Und danach kannst du immer noch entscheiden, okay, möchte ich jetzt weitermachen mit der Trübsalerei? Ist der Tag wirklich gelaufen? Oder sagst du, okay, vielleicht ist doch noch die Chance da, dass ich meinen Tag doch nochmal retten kann. Und ja, siehst nach vorne und auf einmal ist der Tag doch nicht mehr so kacke, wie du gedacht hast. Sag mir gerne mal Bescheid in den Kommentaren, ob da was dabei war, was dir geholfen hat. Oder vielleicht war es auch einfach nur der kleine Reminder für dich, mal wieder etwas mehr zu lächeln. Ich danke dir und ganz, ganz viel Freude dabei, in den besten Zustand deiner selbst zu kommen.